bitte noch zur Zusammenfassung der Kritischen mit Benedikt Meyer. Okay, gut. Das ist ja jetzt alles gut und richtig gewesen, was die beiden Herren hier erzählt haben. Aber es ist auch ein bisschen langweilig, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, sorry, aber wir als Konsument, wir werden aktuell zwei Geschichten anbieten. Die erste Geschichte, die geht so, es gibt eine Pandemie, die ist zum Glück weder Pest noch Pocken, aber sie ist nervig genug, um uns ernsthaft zu ärgern und weltweit auch ein paar Millionen Leute umzubringen. Was wir dagegen machen können, ist, dass wir den Leuten vertrauen, die sich mit so Sachen auskennen und dann alle am gleichen Strick ziehen. Und es gibt auch noch eine gute Nachricht. Dank dem riesigen Einsatz von Forscherinnen und Forschern können wir uns seit neuestem gegen die ganze Geschichte impfen lassen. Und wenn das genug Leute machen, dann ist Corona eines Tages Geschichte. Es gibt aber auch noch die andere Geschichte. Die Geschichte geht so. Es gibt dunkle Mächte. Die nutzen eine Pandemie, wo sie vielleicht, man weiß es nicht, aber man wird ja wohl noch fragen dürfen, vielleicht selber ausgelöst haben, die nutzen sie, um uns unsere Freiheit zu rauben. Und nur eine kleine Gruppe von Leuten rings um eine Schellenuhle hat das ganze Spiel durchschaut und leistet jetzt Widerstand aus dem Untergrund. Ich meine, sorry, aber das ist einfach die geilere Story. Also, sorry, das sind doch einfach die Dreicheleinheiten für die Seele. Ich will, dass so Geschichten passieren. Ich will, dass es böse Macht gibt und tolle Helden. Und ich will, dass sie gegeneinander kämpfen. Ich will, dass der Da Vinci Code wahr ist und dass die Weltgeschichte nicht von irgendwelchen komischen Zufällen und Interessen und sonst noch nebulösen Sachen gesteuert werden, sondern dass sie gelenkt wird von Illuminaten und Freimaurern und Bilderberger und Juden und Veganer und Inlineskater. Ich will das alles. Ich will das Ringen von Gut und Böse. Es ist einfach storymässig guter Stoff. Außerdem ist es noch nie so einfach gewesen, zu einer auserwählten Gruppe zu gehören. Darum, ganz ehrlich, die Leute, die wir mit der ersten Story abholen konnten, die haben wir jetzt an Bord. Was wir jetzt noch brauchen, sind die, die auf die zweite Geschichte abfahren. Und die holen wir einfach nicht mit logischen Argumenten oder empathischem Zuhören, sondern die holen wir mit Verbot. Jawohl, ich bin dafür, dass wir die Impfung ab sofort verbieten. Ja, ich meine, was bringt es denn, wenn Zeitungen schreiben, Impfstoff unbedenklich? Überhaupt nichts. Was wir brauchen, sind Schlagzeilen à la «Das BAG will nicht, dass sie diese Impfung kriegen» oder «Wissenschaftler versuchten, diesen Durchbruch zu verheimlichen» oder «Schwarzmarktpreise für Pfizer und Moderna gehen durch die Decke». Ich sage euch, bis Weihnachten wird die Pandemie gegessen.